Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Julian. Tag. Und mir, Jenna. Ja, lange ist es her, dass wir für euch die Lorcana Starter Decks zur Edition Himmelsleuchten geunboxed haben. Aber ich denke, jetzt ist endlich Zeit, die Decks auch mal zu bespielen. Und genau das machen wir heute, einfach um euch die Decks nochmal im Spiel zu zeigen, wie die Mechaniken dann laufen und generell auch, wie man Lorcana wirklich spielt. Genau. Zu diesem Video gibt es natürlich auch wieder eine Verlosung von Ultimate Guard. Und da gibt es nämlich zwei schöne Sachen zu gewinnen. Genau, einmal ein Sidewinder 100 Plus im Kiku-Design aus der Reihe The Shogun's Journey, ziemlich cool. Und noch eine Packung Cortex Sleeves in Weiß, sind auch ziemlich nice Sleeves. Und ja, die beiden könnt ihr gewinnen, indem ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Genau, und dann würde ich sagen, mischen wir die Decks und sehen uns gleich am Tisch. Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, da sind wir wieder. Die Decks sind gemischt und ich würde sagen, wir würfeln erstmal, wer anfängt. Hoch, ne? Ne? Hoch, ja. Ich habe eine 19. Oh, damn. Eine 6, dann fängst du wohl an. Dann möchte ich anfangen. Jo. Gehen wir doch ab? Ja. Ja. Na, also du spielst das Deck von Elsa und Ralf und ich spiele das Deck von Ska und Kronk. Genau. Ja. So. Da haben wir auch schon mal Bescheid, weil so sieht man das ja nicht. Ne? Ja, genau. Hier, wir haben es diesmal hier schön eingetütet, aber halt nicht mit transparenten Hüllen, ne? Gut, aber ich zieh mal 7, ne? Genau, wir ziehen beide erstmal 7 Karten. Schauen uns das mal an. Bei Lorcana läuft es so, wir haben einen freien Mulligan. Heißt, wir dürfen uns die Karten aus unserer Hand aussuchen, die wir tauschen wollen, legen die unter unsere Bibliothek und ziehen dann Karten von oben von der Bibliothek nach. Und danach wird das ganze Deck nochmal gemischt. So, jetzt schaue ich mir aber mal schnell meine Hand an. Oh. Okay. Interessant auf jeden Fall hier alles. Ja, sehr interessant. Ich halte das mal. Ja, ich halte auch. Ja? Ja. Okay, dann zeige ich dir hypnotische Kräfte. Und die geht in meinen Tintenvorrat. Mhm. In den Tintenvorrat dürfen nur Karten, die hier oben so ein Rosensymbol um ihre Kosten haben. Das heißt, die geht jetzt verdeckt in meinen Tintenvorrat und dann kommt bei mir für eins. Ich hab das Deck mit den komplizierten Namen. Taffeta Mattenfutsch. Mattenfutsch. Ja. Hat Stärke 1, Widerstandskraft 2. Erkundet für 1 und hat die Fähigkeit Publikumsmagnet. Wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens einen Ort im Spiel hast, verlieren alle gegnerischen Mitspielenden je eine Legende. Ist ja jetzt gerade nicht der Fall. Ist jetzt also alles nicht gut. Der Fall, aber du bist dran. Gut, gut, gut. Dann ziehe ich. Oh ja. Dann. Taffeta Mattenfutsch heißt die. Lege ich einmal die Königsgarde. Mhm. In meinen Tintenvorrat und spiele für 1 den Little John, Koch im Lager, 04 und ja, erkundet für 1. Ja. Na, ganz, ganz simpel und dann bist du auch schon wieder dran. Okay, so, dann enttappe ich und ziehe. Ich finde immer so eine schwere Entscheidung, welche Karte legt man in den Tintenvorrat und welche nicht. Das ist wirklich echt schwer. Das ist echt schwer, immer zu wissen, was man weglegt. Ich zeige dir... Immer schön die Kurve hochspielen. Der Nock, der geht in meinen Tintenvorrat. Mhm. Und dann kommt bei mir für 2. Malefiz. Rachsüchtige Hexe, 2-2, erkundet für 2. Und dann erkunde ich mal für 1. Heißt, ich habe einen Legendenmarker. Genau, dann gebe ich ab. Generell ist es so, Charaktere, man kann sich immer entscheiden, möchte man mit seinen Charakteren erkunden. So. Dafür werden die dann einfach getappt und dann sammelt man so viele Legendenmarker, wie hier an der Seite diese kleinen Legendensymbole sind. Bei Lorcana läuft das Ganze nämlich anders wie bei anderen Kartenspielen. Man möchte keinen Schaden zufügen, sondern man möchte einfach diese Legendenmarker sammeln. Heißt, die Person, die zuerst die 20 Legendenmarker erreicht hat, gewinnt das Spiel. Das heißt, ich liege jetzt gerade mit meinem einen Marker vorne. Julian kann jetzt aber auch gleich sagen, er möchte... Schlafmütz?
Ja. Tin Ford. Entweder mit Little John erkunden, heißt er tappt ihn auch wieder für einen Legendenmarker. Oder okay, der macht jetzt null Schaden, aber er könnte jetzt zum Beispiel Little John auch einfach tappen, um damit meine Mattenfatsch anzugreifen. Das macht gerade wenig Sinn. Das geht aber, ja, nur, man kann nur getappte Charaktere angreifen. Aber da muss man wirklich gucken, was da mehr Sinn macht, weil natürlich, egal, auch wenn du meine Kreaturen am Ende wegmachst, musst du halt die 20 Legenden auch irgendwie sammeln können. Wenn ich die zuerst habe, habe ich halt trotzdem gewonnen. Ja. Gut. Ja. Kann ich? Ja. Dann spiele ich einmal Kronk. Nicht lizenzierter Ermittler. 1, 4 und herausfordern plus 1. Heißt also, während dieser Charakter herausfordert, erhält er plus eine Stärke und erkundet auch für 1. Heißt also, wenn er jetzt deinen Charakter angreifen würde, wäre er dann 2 vorne. Kann er aber noch nicht, weil sozusagen die Tinte noch trocknen muss. Heißt, Charaktere haben Einsatzverzögerung. Genau, aber ich erkunde noch für 1. Ja. Gut, dann bin ich fertig mit meinem Zug. Okay, so, dann enttappe ich alles und ziehe eine Karte. Und dann muss ich wieder irgendwas in meinen Tintenvorrat legen, was voll schwer ist. Ich zeige dir Archimedes. Archimedes. Und ich lege ihn in meinen Tintenvorrat. Es bricht mir das Herz. Okay. Ob das alles so die richtige Entscheidung ist, die du da triffst? Ey. Nein, alles gut. Ich lass dich spielen. Und dann für 3 bringe ich Gale ins Spiel. Element des Windes, 1-2 mit der Fähigkeit wiederkehrende Böe. Wenn dieser Charakter durch eine Herausforderung verbannt wird, nimm ihn zurück auf deine Hand. Und für Tappen macht er, oder er erkundet auch für 2. So, jetzt kann ich entscheiden, was ich machen möchte. Man kann auch generell für jeden einzelnen Charakter bestimmt man, was er machen will. Man hat nicht eine gesamte Phase, sondern ich kann jetzt erst sagen, dass ich Mattenfatch, dass ich möchte, dass die erkundet und dann spiele ich noch was aus und dann mache ich erst was mit Malefiz. Das ist da ganz, wie man das haben möchte. Richtig, aber ich würde erstmal Legendenmarker sammeln. Ja. Heißt, ich erkunde mal für 3. Okay. 4 Gut. Legendenmarker und dann gebe ich ab. Eins habe ich. Ziehe. Ich muss mal gucken, was meine Karten machen hier. Okay, okay. Ja. Ich lege erstmal noch mal eine zweite Königsgarde hier. Du magst die nicht, ne? Ich mag die Karte nicht, nee. Nee. Dann würde ich erstmal mit Kronk Malefiz herausfordern. Mhm. Dann kriegt er plus 1. Kriegt er plus 1 beim Angriff, okay. Ja. So, das heißt, er fügt meiner Malefiz 2 Schaden zu, dadurch stirbt sie. Sie fügt deinem Kronk 2 Schaden zu, heißt, es gehen 2 Schadensmarker auf Kronk, denn Schaden bleibt liegen in Lorcana. Heißt, der hat jetzt nur noch 2 Leben für den Rest des Spiels, es sei denn, Julian kann das irgendwie durch andere Karten da wieder runternehmen. Genau. Meine Karte, nein. Gut, und für 3 spiele ich dann noch einmal Katakalo, der Schiedsrichter des Spiels. 3-3, erkundet für 1 und hat noch die Fähigkeit Abpfiff. Wenn du diesen Charakter ausspielst, können gegnerische Mitspieler bis zu Beginn deines nächsten Zuges keine Aktion ausspielen. Mhm. Und dann erkunde ich noch für 1. Und fort. Ja. Gut, dann bin ich fertig. Okay, dann enttappe ich und ziehe eine Karte. Und ich zeige dir den Herzkönig. Der geht in meinen Tintenvorrat. So. Dann. Für 1 spiele ich Simba aus. Abenteuer, lustiger Nachwuchs. 2-1. Mit Ich lach dir ins Gesicht. Wenn du diesen Charakter ausspielst, gib einem Charakter deiner Wahl in diesem Zug plus 2 Stärke und er selbst erkundet für 1. Und ich würde gerne mal Gale
plus 2 Stärke geben, heißt, der ist jetzt 3-2. Und dann würde ich gerne mit Gale Kronk herausfordern. Warte, ich habe dir nur halb zugehört. Was ist passiert? Ich gebe ihm durch Simba plus 2 Stärke und komme dann jetzt für 3, greife ich oder fordere ich deinen Kronk heraus. Oh Mann. Das heißt. Ja, dann kriegst du einen Schaden durch Kronk. Ich nehme den mal. Boop. So. Und dann kommt bei mir noch für 3 ein Ort, und zwar die Bibliothek, ein Geschenk für Bell. Ist ein Ort, hier sind immer die Beschwörungskosten, hier sind die Kosten, oder halt wie viel es kostet, dass meine Charaktere diesen Ort besuchen. Das heißt, ich müsste jetzt 1 Mana zahlen, um einen meiner Charaktere auf diesen Ort zu schicken, und der Ort hat 8 Leben. Generell ist es so, wenn meine Charaktere auf dem Ort sind, sind sie sozusagen geschützt, heißt, Julian muss erst diesen Ort zerstören, bevor er dann wirklich wieder meine Charaktere herausfordern kann. Jo. Und ich kann aber auch meine Charaktere nicht von einem Ort wieder zurück ins Spielfeld wechseln lassen. Die können nur von Ort zu Ort wechseln oder kommen halt erst wieder ins normale Spielfeld zurück, wenn der Ort halt zerstört wird. Ich kann sie aber trotzdem ganz normal einsetzen. So, der Ort hat aber auch noch eine Fähigkeit. Und zwar hat er hier so einen kleinen Legendenmarker, heißt, zu Beginn meines Zuges sammle ich immer eine Legende durch diesen Ort. Und er sagt, in einem Buch versunken. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere an diesem Ort verbannt wird, darfst du eine Karte ziehen. Verbannt heißt halt in den Friedhof, wenn sie besiegt wurde. Und dann erkunde ich noch für 1. Auf 5. Und dann gebe ich ab. 1 habe ich. Ziehe. Mhm. Also ich hoffe, wir machen auch alles richtig, weil wir natürlich auf der einen Seite euch zeigen wollen, wie man Lorcana spielt, aber auf der anderen Seite natürlich auch jetzt nicht die Lorcana-Profis sind. Das heißt, wenn uns da irgendein kleiner Fehler passiert, dann bitte verzeiht uns das. Du legst einen Ort in deinen Tintenvorrat. Okay. Ja. Und dann spiele ich für 4. Ska, rachsüchtiger Löwe, ja, mit behütet. Gegner auch schon mitspielen, können diesen Charakter nicht auswählen, außer um ihn herauszufordern. Die Welt ist so ungerecht, nicht wahr? Sagt jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere einen beschädigten Charakter herausfordert, darfst du eine Karte ziehen. 4-2 und erkundet für 1. Was, wenn ich den jetzt verbanne sozusagen? Ne, dann geht er auf meine Hand zurück. Geht auf deine Hand zurück, das ist auch doof. Ja, ist halt die wiederkehrende Böhe. Ich erkunde mal für 1. Mhm. Mit Little John und mit Carter Carlo fordere ich dann Gale heraus. Gale? Ja. Okay. Ne, und ja, ich krieg 1 Schaden auf meinen. Ja, okay, danke. Und deiner Gale geht drauf. Ist sozusagen besiegt oder wird verbannt, hat aber halt die Fähigkeit, wenn dieser Charakter durch eine Herausforderung verbannt wird, nimm ihn zurück auf deine Hand. Das heißt, er geht zurück auf meine Hand. Ich habe dann jetzt einmal jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere einen beschädigten Charakter herausfordert, ne, was deiner ja gerade war, dadurch, dass er ja schon Schadenspunkt hatte, darf ich eine Karte ziehen. Ja. Mhm, okay. Ja gut, dann bin ich fertig mit meinem Zug. Okay, so, dann enttappe ich. Ich bekomme einen Legendenmarker durch meinen Ort. Heißt, ich gehe auf 6 und dann ziehe ich auf eine Karte. So. Dann. Leg ich mal für 3. Nochmal, Gale, Element des Windes. 1-2 erkundet für 2. Und halt, wenn er verbannt wird, nehme ich ihn auf meine Hand zurück. Und dann für 1 geht
Simba mal in die Bibliothek, ein bisschen lesen und dann erkunden die beiden nochmal. Gehe ich auf 8. Jo. Und dann gebe ich ab. Gut. Dann enttappe ich. Ist ja eine Karte. Gut. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich gehe auf 5, theoretisch. Hypnotischer Zusammenhang geht in meinen Tintenvorrat. Jetzt 5. Wieso hast du eigentlich noch so viele Handkarten? Ich habe eine gezogen, ne? Ich habe nur noch 2. Ja, du hast einfach auch mehr ausgespielt. Gut, und dann erkunde ich mal mit allen. Für 3. Geh auf 6. Und dann spiele ich für 5. Einmal Hey Hey. Schützender Hahn. 4, ne? 5 mit erkundet für 2 und hat Beschützen. Du darfst diesen Charakter erschöpft ausspielen. Gegnerische Charaktere müssen beim Herausfordern deiner Charaktere zuerst den Charakter mit Beschützen wählen, wenn möglich. So, mache ich auch. Und dann bin ich fertig. Okay. Ja, also wenn du mich jetzt herausforderst, kannst du jetzt, ja, musst du erstmal. Ich krieg eine Legende durch meinen Watch. Ja. Ich zeig dir mal Malefiz. Die geht in meinen Tintenvorrat. Oh, okay. Und dann für 5, 6, 7, 8, 9. Ach du meine Güte, was kommt bei jetzt? Mir Olaf. Ui. Fröhlicher Passagier. 6, 6 mit den Weg freiräumen. Für jeden gegnerischen, erschöpften Charakter im Spiel zahlst du 1 weniger, um diesen Charakter auszuspielen. Er erkundet für 3 und hat die Fähigkeit Wendig. Oh. Nur Charaktere mit Wendig können diesen Charakter herausfordern. Okay, okay, okay. Das ist natürlich ordentlich. Ja, aber kostet auch 9, ne? Also das schon. Ja, also er hat dich jetzt 5 gekostet, ne? Ja. Dafür ist er schon brutal. Ja, ne? Und dann erkundet Simba, Gale und Mattenfatsch. Das heißt, ich kriege 4 Legendenmarker. Heißt, ich gehe auf 1. Mhm. Oh, und dann gebe ich ab. Jetzt habe ich noch so ein Brett liegen. Ja. Dann jetzt habe ich einmal. Ist ja eine Karte. Dann lege ich einmal Arthur in den Tintenvorrat. Tschüss! Und dann spiele ich für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tinte. Einmal Simba, Sohn von Mufasa. 3, 5. Ach, ich finde das irgendwie finde ich das toll. Okay. Ja, ich bin glücklich. Ich bin glücklich, Leute. Ich war auch gerade glücklich, als ich Olaf gespielt habe. Ja, 3, 5 erkundet für 1, ne? Und hat theoretisch Gestalt von einer 4, also du könntest 4 Tinte bezahlen, um diesen Charakter auf einen meiner Simba-Charaktere auszuspielen. Aber ich habe natürlich keinen Simba-Charakter. Hat aber noch furchterregendes Gebrüll. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Gegenstand oder einen Ort deiner Wahl verbannen. Aber nicht einmal dein Ort, deine Bibliothek. Okay. So. Dann erkundet auf jeden Fall Hey Hey. Schon mal für 2. Geht auf 8. Dann musst du ja gleich erstmal Hey Hey herausfordern.
weil er beschützen hat. Mach mal einen Tipp. Mach mal was von mir weg. Entspann dich mal. Nee, also ich habe 13. Ja, du bist auf 13. Ja, alles gut, ja. alles gut. Solltest du jetzt was von mir wegmachen, weil ich kann, wenn ich gleich mit einer Kunde noch 7 Legendenmarker sammeln. Oh, stimmt, der gibt 20, ja 3 gleich. Oh dann ja, ja, ja. Auf 20. Und damit habe ich gleich gewonnen. Stimmt. Da muss man aufpassen, ja. Da muss man aufpassen. Also. Manchmal ist dann wirklich Angriff die beste Verteidigung. Greif mit Little John an. ja, mit Little John, ne? Voll gut. Ja. Nee, ich könnte natürlich. Du hättest deinen Simba einfach an meinen Simba legen können, hä? Ja, stimmt, hast recht. Ja. Warum mache ich das eigentlich? Ja. Ne? Ja, Scar. Vorlag mal. Er soll ja nicht sterben. Deswegen. Also ich finde das natürlich doof, dass Geld halt immer wieder kommt, ne? Aber du musst natürlich auch immer wieder drei. Wie viele Handkarten hast du? Eine, ne? Eine. Du musst natürlich trotzdem auch immer wieder 3 Tinte dafür zahlen, ne? Aber deine andere Kreatur hier, die wäre halt. Dein anderer Charakter wäre halt weg. So, ne? Aber du bist halt schon auf 13, also das ist ja schon ziemlich knapp, ne? Obwohl ich mach einfach die beiden weg, glaube ich. Damit meine Charakter auch noch überleben. Ja, dann ist ja eigentlich egal, wie herum. Dann Scar geht auf Gale und Katakalo geht auf Mattenfatsch. Okay, so. Dann fügt Mattenfatsch einmal Katakalo Schaden zu. Nicht, dass ich nicht mehr wusste, dass die Karte diesen Effekt hat. Wieso ist der weg? Ach so, was? Ja? Was? Ach so. Hoppala. Tut mir leid. Ich dachte, dein Effekt macht irgendwas. Nein, ich wollte den Schaden verrechnen. Ach so. Und Scar geht auf Gale, heißt Gale. Warte, was war denn der Effekt jetzt hier nochmal? Ich dachte, das ist, wenn er ins Spiel kommt. Achso, ich dachte, du machst jetzt einen Schaden noch. Nein, nein. Und ich kann Gale wieder auf die Hand zurücknehmen. Weil er gestorben ist. Ich dachte so. Ich dachte schon. Nee, immer so. Wenn du einen. Ja, die sind ja noch nicht beschädigt, ja. Ja, Little John erkundet, ne? Ja. Klar. Mehr kann er ja auch nicht. Oh. Also er kann schon, er könnte theoretisch herausfordern, aber es macht ja wenig Sinn. Gut, dann bin ich fertig. Okay, dann enttappe ich. Ich weiß nicht, wieso habe ich jetzt 2 Handkarten, weil ich Geld wieder auf der Hand habe. So. Dann kommt bei mir für 3, du wirst es nicht glauben. Gale! Crazy. Ja. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. 1, 2 Legendenmarker. Wenn er verbannt wird, nehme ihn zurück auf deine Hand. Und für 2. Oh mein Gott, dieser Name. Tefita Mattenfatsch. Mhm. Aber als stärkere Version. Ja. 2-2 und erkundet für 2. Mhm. Und dann erkunde ich mal für 4. Bam! Ja. Mach deine Karten nicht kaputt. Und dann gebe ich ab. Das ist das Starke, wenn Charaktere direkt für 2 Legendenmarker erkunden, ne? Ja. Kann man direkt gewinnen. Ja, in Lorcana ist es auch wirklich so, dass es einen sehr großen Vorteil gibt, wenn man anfängt. Ne? Ja. Ah, viel kann ich jetzt hier tatsächlich nicht mehr machen, ne? Also das ist ja jetzt gleich sowieso vorbei, theoretisch. Ich kann trotzdem nochmal einmal für 4 Edge spielen. Ne? Oh, der Partygast hier, 2-4, erkundet für 3. Ungehobelter Gast, beschädigte Charaktere können diesen Charakter nicht herausfordern. Erkundet, ja, hab ich schon gesagt, dass er für 3 erkundet? Ja, ja. Hab ich, okay. Und für 2 kann ich noch Gronkh spielen. Mhm. Nichts intensierter Ermittler, 1-4, Herausforderung plus 1 und erkundet auch für 1. Mhm. Jetzt ist mein Board natürlich schön voll, aber bringt es mir so viel? Schwer zu sagen. Ja, du kannst ja gleich für 4 erkunden, ohne dass ich da was gegen tun kann, weil ich hier natürlich leider keine Aktion oder so habe. Mhm.
Obwohl, ich kann das. Ja, das ist halt auch das Doofe. Auch wenn du mir jetzt die beiden hier wegmachen würdest, kannst du ja die beiden nicht angreifen, was ich halt weil sie nicht getappt hätte sind. Hätte können, wo ich jetzt gerade mal drüber gedacht habe, bevor ich sie ausspiele, könnte ich auch theoretisch erstmal irgendwie Olaf angreifen, ihn damit beschädigen und damit einer zweiten. Kannst du Olaf nicht angreifen. Kann ich, ach, der hat wendig, ne? Mhm. Okay, aber meint dann sowieso nicht. Ja, damn. Ja, der ist natürlich ekelhaft, wenn er da liegt, ne? Ja. Nein, er ist süß. Er ist total süß. Ja. Ja, komm, hier, ne, dann erkunde ich mal. Für 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geh auf 15. Einzug. Ja. Ich bin der Einzug voraus. So, als hätte ich angefangen. Hm. Dann, ja. Mhm. Ja, merkst du, ne? Ja, dann bist du dran. Okay. So. Ich glaube, letztes Mal habe ich auch gewonnen und da habe ich auch angefangen, ne? Ja. Ich glaube, wir sollten einfach mal spielen und ich fange an. Ich würde sagen, beim nächsten Mal fang ich einfach an. Ja, würfeln wir gar nicht erst. Ich spiele nochmal für 4 den Herzkönig aus. 1-4 hat die Fähigkeit. Huldigt die Königin. Für Tappen wähle einen erschöpften Charakter. Er wird zu Beginn seines nächsten Zuges nicht breit gemacht. Und er selbst erkundet für 2. Und dann würde ich sagen, erkundet Olaf mal für 3, Simba für 1, Gale für 2, Mattquatsch für 2. Und damit habe ich auf jeden Fall über 20 Legendenmarker. Kann ich ja sowieso nichts gemacht. Dieses Spiel gewonnen. Also ja. Ihr seht, man muss halt, das Spiel ist natürlich noch relativ neu und das sind natürlich jetzt auch nur Starterdecks. Das heißt, in denen gibt es natürlich jetzt auch noch nicht so viele Möglichkeiten, um wirklich mit Aktionen Karten vom Gegner wegzumachen, außer halt durch das Herausfordern. Aber ich würde sagen. Ja, und Herausfordern kann man erst, wenn halt der Charakter halt schon einmal erkundet hat, ne? Ja. Und das ist halt fatal, ne? So ein bisschen. Aber trotzdem. Ich habe ja auf jeden Fall aber auch Karten drin. Einen schönen ersten oder halt auch zweiten Einblick in das Lorcana-Sammelkartenspiel gegeben hat. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, freundliches Spiel, würde ich jetzt sagen. Einfach, weil man halt auch dem Gegner nicht Schaden zufügen muss, sondern weil man einfach auf seine eigenen kleinen Abenteuer geht. Heißt, es ist auch ein sehr familienfreundliches Spiel. Ich habe ja aber mehrere Karten drin, die Schaden schießen. Die habe ich nicht gezogen. Ja. Nee, auf jeden Fall auch sehr, sehr schön mit den ganzen Nostalgiefaktoren von den Karten. Macht einfach dann Spaß, einen Olaf auszuspielen, der dann Julian total fertig macht. Danke. Oder halt nicht fertig macht, sondern mir hilft, das zu sammeln, damit ich Julian fertig machen kann. Danke. Aber generell zwei sehr, sehr schöne Decks, die da wieder rausgekommen sind. Und jetzt, wo dieses Video online geht, steht ja sozusagen auch schon der nächste Release von Lorcana kurz vor der Tür. So blaues Meer, ja, freue mich auch schon drauf. Da gibt es natürlich auch wieder zwei Starterdecks. Das waren Piraten. Arr. Mhm. Aber auch wieder ein cooles neues Thema. Ich weiß nicht mehr, was ich auf der Hand hatte. Das habe ich jetzt gerade reingewischt. Ja, aber es ist auf jeden Fall cool und ich werde dich auf jeden Fall nochmal zu einer Revanche herausfordern. Irgendwann aber halt nicht im Video. Ja. Aber ich werde mich rächen. Ich werde mich rächen, Leute. Ja. Wir werden hier sehen. Ja, wir werden hier sehen. Gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und dann, wie schon gesagt, sind wir jetzt raus. Wünschen euch noch viel Spaß mit Lorcana und gerade noch Himmelsleuchten, aber in der Zukunft ja dann bald schon. Also bloß mehr. Ja. Gut, dann sehen wir uns. Tschüss. Tschüss.